Surprise, motherfucker! Jo Leute, willkommen! Endlich wieder Guild Wars, neue Woche hat angefangen. Ja, was ist passiert? Wie gesagt, wir, oder Guildies wollten halt mal rushen, wir sind auch gerusht und ja, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also wir haben Legend bekommen, einige wissen es eh schon, ich habe sie hier in YouTube und so gepostet. Ja, was soll ich sagen halt, ne? Hätten wir das auch, ich meine, ja. Und sonst, ja, ich habe TOA gemacht, TOA Hard und alles. Ich habe natürlich schon gesammelt, weil ich halt ein Bastard bin und nicht warten kann. Es ist natürlich nichts rausgekommen, also irgendwie Shimite einmal und Jasun habe ich bekommen und Olivia, genau, ja. LD-mäßig war auch nichts dabei, also ja, nicht wirklich viel verpasst. Reaps habe ich gemacht, auch nichts Besonderes, also ja. Ein neues Headset habe ich mir gekauft um 180 Euro hier, Razer Nuri Ultimate, jo. Leuchtet auch irgendwo sogar, sieht man nur nicht. Sollte eigentlich Farbe wechseln. Naja, egal, weil ich Wohnung zusammengeräumt habe und mich danach ja, auf mein Headset draufgesetzt habe und danach war es kaputt. Ja. Okay, genug geredet. Wen machen wir? Ich würde sagen, wir machen Altamils. Okay, warum nicht? Jo, mit Altamil und Cammy. Ja, also ich habe halt wie immer keine Ahnung, was ich mehr machen soll. Battle Team oben und dafür mal so ein Immensity, Copper und Winterpan da unten. Okay, bitte. Okay, Altamil kann mich eh nicht strippen, weil er nicht auf Bail gehen würde. Okay, jetzt muss nur noch Na gut. Kann man dich killen, dann würde Bale Stacks bekommen. Jawohl. Und dann machen wir sowas. Und dann sind alle tot. Na wunderbar. So. Ich würde sagen natürlich Copper den Turn. Ich könnte jetzt ein bisschen risky spielen und natürlich Cammy versuchen zum One-Shotten. Das Ding ist aber, wenn ich halt, ne, wenn Cammy nicht One-Shotted wird, dauert es halt ewig. Deswegen One-Shot mal halt dich, ne. Und ja, ein bisschen Heal. Okay. Ich glaube irgendwie fast sogar, es würde reichen für Cammy oder hätte gereicht. Ja, irgendwas für 4k oder was hielt sie sich, ne? Das heißt, sie hat irgendwie so 40k AP, ist ja nicht so wild. Nicht gut. Gehen wir auf Alter, ha? Nice Defense Break. Oh, danke. Pussy Alter, mir hielt sich schon. Stun. Ja, komm. Die machen so viel Damage, wir brauchen nicht mal zu healen. Okay, hat Copper. Wann hast du wieder den Nuke ready? Nächste Runde, okay. Gut, dass er gerade nicht Defense Buff gestrippt hat. Das heißt, wir schauen mal, ob wir Cammy one-shotten. Wie gesagt, ich glaube es schon. Okay. Okay, komm, fall um. Natürlich nicht. Noch einer? Nein, okay. Cammy, bye bye. Oh. Cammy nicht bye bye, na toll. Proc. Übelst langweilig, hä? Okay, Cammy down. Nur noch schauen, dass wir dich irgendwie Defense breaken oder so. Ja, geben wir Copper den Turn. Vielleicht können wir erst dann, wollte ich sagen. Ja. Oh. Noch einer? Heal ich nicht?
Der ist auch übelst. Also der ist nicht so irgendwie tanky, aber übelst viel HP, irgendwie dieser Artemil, okay. Gut. Ja. Nicht wirklich was Besonderes, ne? Dark Panda, Beta und Illyana. Natürlich bringe ich hier einen guten Chara. Und ja, ich hoffe mir, dass die ein bisschen schneller sind, ne? Dass die ihre Skills raushauen. Und Chara dann immer one-shottet. Hast du eh noch irgendwie. Jo. Irgendein random Set. Das Ding ist halt auch, Chara müsste ich eigentlich irgendwie mal so auf Fatal oder so spielen, hä? 1021 Base Attack. Wenn man sich vorstellt, hey, wenn, keine Ahnung, Theo oder so das hat, 200 weniger. Circa Pernat 140 weniger. Na gut. Und ja, unten auch ein Revive mit hier Tyrannus. Na, deswegen bringe ich ausnahmsweise mal Mephisto. Ja, na, Mephisto. Was soll ich sagen? Wahrscheinlich macht er hier Lauren und Viva Chill alles, aber egal. Gut. Die Outspeed nicht. Schön. Naja. Ach. Ich wollte eh sagen, wenigstens. Wenigstens Defense Break den scheiß Panda. Fuck, was ist jetzt. Ich meine, Beta hat einen Revive, ja? Der bringt aber halt nichts, ne? Illyana wird auf meinen scheiß Chara gehen. Und ich glaube, irgendwie Illyana ist overpowered, aber das Ding ist halt. Naja, beide haben Immunity, ne? Also lass dich killen. Schau ihm an. Warum? Und alles wieder nur wegen fucking useless Galleon. Das Übertriebene ist sowieso. Warum macht das nicht seinen fucking zweiten Skill, hä? Der macht immer seinen zweiten Skill, genauso wie der Kack Windpanda. Immer. Ja. Ich schwör in letzter Zeit die Dings, wie heißt's? Accuracy und so von Galleon und Lure, irgendwie. Einer von denen resistet immer. Also von den drei Gegnern. So, was machen wir? Reduce mal dich, ja. Viel hat's gebracht. Okay. Pass auf. Wir reducen den Druid. Und dann machen wir dritten Skill mit Vivacell. Tja. Nein, ich dachte immer, ein fucking Mephisto kommt vorher dran. Na super, hä? Ja, wie viel Damage? Oh, aber cool, ich habe Viva Chill aufgeweckt, ne? Okay. Ja, Viva Chill macht mehr Damage auf den Kack Druid als mein 200 Crit Damage Mephisto. Mein Gott, ja. Und meine Viva Chill ist nicht auf RGA Build oder so, also dass sie irgendwie Damage macht. Lächerlich. Wie kann man ein Monster so schlecht machen, ne? Und das ist noch. Und das nach weiß ich nicht wie vielen Wochen das Scheißding heraus ist noch nicht buffen, ja? Müssen die doch checken, dass den keiner benutzt, oder? Was machen wir? Sleep? Ach Gott, wir verlieren das hier. Lauren tot, oder? Natürlich. $5,000 Damage. Okay. Ja, fuck off, hä. Nie wieder. Nie fucking wieder benutze ich den Bastard. Na gut, dann benutze mal den anderen Bastard Demon. Ja, Sierra Raul und Sean ist natürlich auch mega 8, ne? Und unten Artemil, Light Panda und Tyrannus ist natürlich noch mehr 8. Aber. Ja, Rika wird schon regeln. So. Full Will, na schön.
Okay, wie wär's, wenn ich dich resette? Nice Stun of Leo, hä? Huh? So, du bist down, wunderbar. Und wir stunnen. Okay. So, 5 Turns. Ha! Wie geil. Ich habe das Beneficial-Dings zurückgekickt, ne? Und. Aber warum? Hacker wird nicht funktioniert, ne? Das wollte ich jetzt sagen. Ciara hat schon wieder Full Attack Bar hier. Was soll ich machen? Dich resetten? Wehe. Okay. Was killen wir? Ich würde irgendwie sagen, dich. Nicht schlecht, hä? Huh? Besser als fucking Mephisto, auf jeden Fall. So, dann. Ja, komm, fall um. Stun again. Nice. Okay, du machst Damage auf den da. Nice proc. Na gut, stirb Ciara. Reset dich. Okay, ich glaube, wir können trotzdem killen, oder? Nicht schlecht. Ungefähr dreimal so gut wie Mephisto, ne? So, was machen wir? Ja. Lass mal aufheben den Reset. Na, toller Rioproc natürlich. Okay, lass stunnen, weil Dings da oben so gerade Defense Break oben hat. Jo, beruhig dich. Okay, hat nicht gecrittet den zweiten. Cleanse. Reset den Druid. Okay. Ventilate heben wir uns natürlich auch für Rika auf. Oh. Fucking Revenge Stun. Aber ja. Gut, Panda auch verkackt. So, wir resetten Ultimate zwecks Heal. Ja, Modots, Modots, Modots. Genny hochhealen. Nochmal resetten. Jo, ich glaube, mehr Dots geht eh nicht, ne? Schön, dass ihr alle Vioproct. Okay. So, du stirbst auch an Dots. Na gut. So halbwegs, ne? Okay, ja, das war's. Also, ne? Schaut schon gut aus, muss ich sagen. Ich meine, ja, ne? Na gut, Freunde. Genug für derweil, ich muss jetzt eh noch irgendwie schauen, dass ich Siege mache. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.